Cardano hat sich von seinem Rekordhoch Anfang September bei über 3 Dollar inzwischen mehr als halbiert. Dennoch sind einige Prognoseseiten wie Wallet Investor und Digitalcoin nach wie vor super optimistisch. Also diese beiden Seiten sehen die Kryptowährung ADA im Jahr 2026 bei über 4 Dollar bzw. sogar über 10 Dollar. Und Cardano hat zwar zuletzt einige wichtige Meilensteine erreicht, aber es gab auch Kritik. Und warum Cardano das Rennen unter den Smart-Contract-Plattformen noch lange nicht gewonnen hat, genau dieses Thema schauen wir uns heute im aktuellen Video gleich näher an. Ja, herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Crypto Report. Mein Name ist Alexander Mann und uns geht es um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Bevor wir gleich in das Thema jetzt hineinstarten, noch ein kurzer wichtiger Hinweis, denn ich habe mich gestern mit meinem YouTube-Kollegen und Freund Lars Eriksen über das Thema Cardano und auch über Solana, Terra Luna und auch über Stux unterhalten und zugleich auch ein spannendes neues NFT- bzw. Gaming-Projekt vorgestellt, das noch kaum jemand kennt. Und wenn euch dieses Thema interessiert, dann meldet euch einfach unter crypto-report.de an. Dann bekommt ihr den Link zu dieser Videoaufzeichnung direkt in euer E-Mail-Postfach. Zurück zu Cardano. Zuletzt war ja die Stimmung in der Community etwas gedrückt. Und zwar nicht nur, weil die Kurse zuletzt stark gefallen sind, sondern auch, weil dieser Online-Broker eToro angekündigt hat, dass man diese Kryptowährung ADA zumindest in den USA delisten wird. Also das betrifft nur die US-Kunden. Dennoch war das eine eher negative Überraschung, weil eben Cardano sehr viel Wert darauf legt, dass man diese ganzen Regulierungsvorschriften ganz genau einhält. Und daher war das schon ein gewisser Dämpfer, wenngleich man sagen muss, dass diese andere Kryptobörse Bitstamp, eine der ältesten Kryptobörsen überhaupt, Cardano bzw. ADA neu aufgenommen hat. Also das gleicht sich irgendwo wieder aus und eToro ist jetzt nicht die ganz große Kryptobörse, also die spielen nicht in der ersten Liga und von daher war das meiner Meinung nach kein Auslöser für diesen Kursrutsch, den wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, sondern eher, dass dieser Hype, der sich im Sommer aufgebaut hatte, im Erwartung, dass eben diese Smart Contracts auf das Cardano Mainnet kommen. Man hat einfach erwartet, dass sehr viele neue Projekte auf Cardano entstehen. Aber jetzt sieht man, dass das Ganze etwas länger dauert, nicht so schnell geht. Und jetzt baut sich halt diese Euphorie momentan wieder ab. Also einige Spekulanten sind hier wohl am Sommer aufgesprungen in Erwartung, dass die Kurse stark steigen. Und jetzt sieht man, dass einfach diese Spekulanten eher auf dem Rückzug sind. Und das ist das, was wir, denke ich, in den letzten Wochen gesehen haben. Ganz unabhängig von der Preisentwicklung geht natürlich die technische Entwicklung bei Cardano weiter und da hat Cardano zuletzt einige doch ganz wichtige Meilensteine erreicht. Das Cardano Mainnet läuft ja seit 4 Jahren fast ausfallsfrei, also keine großen Unterbrechungen. Es wurden inzwischen über 20 Millionen Transaktionen abgewickelt. Man hat inzwischen auch über 1 Million Staking Wallets, bedeutet, Cardano ist doch inzwischen eine relativ große Community geworden. Dennoch gab es zuletzt Kritik, trotz dieser 20 Millionen Transaktionen, die man geschafft hat. Denn viele fragen sich natürlich, wo sind denn diese ganzen DApps, also dezentralen Anwendungen, die Mitgründer Charles Hoskinson versprochen hat. Und da muss man eben feststellen, dass diese Entwicklung nicht ganz so schnell geht, wie erhofft. Und da entzündet sich vor allem die Kritik an dieser funktionalen Programmiersprache Haskell, auf die Cardano hauptsächlich setzt, um diese Smart Contracts sicher zu machen. Und der Punkt war einfach, ja, dass diese Programmiersprache nicht allzu stark verbreitet ist unter den Entwicklern. Also ich habe mal kurz nachgesehen, Haskell steht so auf Platz 40 der beliebtesten Programmiersprachen. Und das kann natürlich schon ein gewisser Hemmschuh sein, wenn nur wenige Blockchain-Entwickler diese Programmiersprache beherrschen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn Cardano hat da entsprechend vorgesorgt. Es gibt hier mit KEVM, also eine virtuelle Maschine, und Yella, eine weitere virtuelle Maschine, die einfach das Ausführen dieser Smart Contracts ermöglicht. Und Yella kommt eben mit einer für Menschen lesbare Sprache daher, wodurch einfach das Leben der Entwickler erleichtert werden soll. Das bedeutet, dass ich quasi mit jeder populären Programmiersprache diese dezentralen Anwendungen auf Cardano
erstellen und ausführen kann. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn damit schlägt Cardano quasi mehrere Fliegen mit einer Klappe. Man hat erstens diese Sicherheit dieser funktionalen Programmiersprache dann. Auf der anderen Seite hat man aber auch diese Flexibilität für die Entwickler, die einfach auf ja, jede populäre Programmiersprache setzen können, um diese dezentralen Anwendungen auf Cardano zu erstellen. Bevor wir jetzt gleich noch über interessante Projekte sprechen, die gerade auf Cardano entstehen, blicken wir kurz auf den Cardano-Chart, denn für die Kryptowährung ADA ging es, wie gesagt, in den letzten Monaten deutlich nach unten. Und wie es momentan aussieht mit Cardano, das schauen wir uns jetzt auf meinem Bildschirm an. So, wir sehen hier den Cardano-Chart. In US-Dollar, die Preise kommen von der Kryptobörse Binance und heute ist der 13. Dezember am späten Montagabend und wir sehen den Kurs der Kryptowährung ADA. Heute deutlich leichter, ein Minus von fast 10% bei 1,22 $, also Cardano in einem Abwärtstrend eingeschwenkt, nachdem wir Anfang September noch bei über 3 Dollar waren. Das war das bisherige Rekordhoch bei Cardano, aber seither läuft eine Konsolidierung. Zunächst hat es im Herbst danach ausgesehen, als könnte sich Cardano oberhalb dieser 2 Dollar Marke hier stabilisieren, aber dann im Mitte November ging es doch deutlich unter diese Marke. Auch diese 200-Tage-Linie hat Cardano nicht stützen können und zuletzt hat sich der Abwärtstrend nochmal beschleunigt, zumal hier ein sogenanntes Death Cross entstanden ist. Am 8. Dezember hat diese 50-Tage-Linie, diese 200-Tage-Linie von oben nach unten gebrochen und das ist natürlich kein gutes Signal. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann diese Unterstützungslinie unten bei etwa einem Dollar den Cardano-Kurs erneut stützen, wie das bereits im Frühjahr 2021 der Fall war? Also das ist wirklich eine wichtige Unterstützungszone für Cardano. Also diese Unterstützung hat im März, im April, im Mai, im Juni und auch nochmal im Juli gehalten. Also es wäre wirklich ein sehr schlechtes Zeichen, denke ich, wenn diese Unterstützung nach unten durchbrochen wird und wie die Chancen dafür stehen, dass diese Unterstützung hält. Dafür schauen wir uns jetzt die einzelnen Indikatoren an. Der Trendfolgeindikator MACD hat am 15. November ein Bearish Crossover geliefert und damit deutet der MACD weiter fallende Kurse an. Also ein Bullish Crossover würde hier eine Art Trendwende einleiten, aber davon ist leider momentan noch nichts zu sehen. Aber jetzt kommt das große Aber. Der RSI, der relative Stärkeindex, war hier schon im überverkauften Bereich und zwar zweimal. Das können wir hier unten sehen. Und diese überverkauften Situationen waren zumindest in der Vergangenheit immer gute Kaufgelegenheiten. Also das war sowohl im Juli 2021 der Fall, das war diese Situation hier, als Cardano nochmal durchgestartet ist auf das Rekordhoch und auch in den Monaten vorher. Und zwar im September 2020 und auch vor allem im März 2020. Das war quasi der Beginn dieser Corona-Pandemie, der die Kurse am Finanzmarkt und am Kryptomarkt hat abstürzen lassen. Und wer da Glück hatte und hier ein Limit weit unten angesetzt hatte, der konnte Cardano damals nochmal günstig abgreifen und dann Wochen später ging es ja deutlich aufwärts. Also das waren in der Vergangenheit zumindest meist gute Kaufgelegenheiten. Dennoch ist in meinen Augen weiter Vorsicht angebracht und zwar deswegen, weil das Unbalance-Volumen hier noch im leichten Abwärtstrend ist. Also die Großanleger halten sich noch mit Käufen bei Cardano zurück, schon in den letzten Monaten. Und ganz im Gegenteil, also zuletzt hat sich sogar leichter Verkaufsdruck immer wieder aufgebaut, also im Oktober und auch im November und jetzt auch im Dezember. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen. Also hier wird verkauft und auch das 50-Tage-Momentum, das wir hier sehen, ist ja ganz klar im Abwärtstrend. Also keine bullische Entwicklung und noch kein Zeichen für eine Trendwende. Auch wenn wir uns das Ganze auf Wochensicht ansehen, dann können wir feststellen, dass die Konsolidierung noch nicht abgeschlossen ist. Also dieser Trendfolgeindikator MACD hat auf Wochensicht am 27. September ein Bearish Crossover generiert und ist hier weiter im Abwärtstrend. Und
Ich würde erst davon ausgehen, wenn der MACD auf Wochensicht dreht, also ein Bullish Crossover liefert, wie zum Beispiel im November 2020, dann denke ich, ist diese Konsolidierung zu Ende und Cardano könnte vor einem neuen Aufwärtstrend stehen, aber das ist eben noch nicht der Fall und der RSI, der relative Stärkeindex auf Wochensicht, ist noch nicht überverkauft. Also im Gegensatz zum Daily, zum Tageschart ist der RSI auf Wochensicht noch nicht überverkauft. Und damit, denke ich, ist weiter Vorsicht angebracht bei Cardano. Ich denke aber, dass die Chance nach wie vor da ist, dass sich Cardano im Bereich zwischen 1 Dollar und 1,20 Dollar stabilisieren kann. Denn ganz unabhängig von dieser ganzen Preisentwicklung geht natürlich die technische Entwicklung bei Cardano weiter. Also Cardano zählt ja oder gehört ja neben Solana und Polkadot zu den Blockchains mit der größten Entwickleraktivität. Das haben auch die Leute von Sentiment zuletzt nochmal bestätigt und auch die Entwicklerschmiede Input-Output, die ja hinter Cardano steht, hat diesen AGIX ERC20 Konverter zuletzt auf dem Testnet veröffentlicht und der ist durchaus wichtig, denn damit können Projekte auf Ethereum relativ einfach mit ihren ERC20 Tokens umziehen auf Cardano, quasi mit einem Mausklick, also Convert, und damit ist das Projekt quasi umgezogen. Das Ganze soll auch mit Projekten funktionieren, die in der Programmiersprache Solidity, Glow und anderen Sprachen geschrieben sind. Und wie gesagt, das Ganze ist noch auf dem Testnet. Ich denke aber, dass Anfang 2022 das Ganze dann auf dem Mainnet kommen wird. Und das ist durchaus wichtig für Cardano, denn die Entwicklung geht ja weiter. Momentan ist die Zahl dieser Bluetooth-Scripts, also das sind diese Smart Contracts, die auf Cardano laufen, über 900 gestiegen. Also man läuft hier auf die Marke von 1000 zu. Das ist jetzt eine positive Entwicklung, nicht dieser ganz große, ja, Hype oder diese Explosion von Projekten, die man vielleicht oder die viele erwartet haben, die ist eigentlich so nicht eingetreten. Also da haben einige wohl etwas zu viel erwartet und geglaubt, ja, die Projekte wechseln jetzt in Scharen von Ethereum auf Cardano. Das ist so nicht passiert, aber die Entwicklung geht natürlich weiter. Also, und ich möchte euch jetzt noch vor der Kamera das ein oder andere interessante Projekt vorstellen, das auf Cardano entsteht. Also noch läuft die Konsolidierung bei Cardano, die könnte aber bald zu Ende sein, denn wie gesagt, der RSI, der relative Stärkeindex, hat bereits mehrfach eine überverkaufte Situation bei Cardano angezeigt und diese überverkauften Situationen waren zumindest in der Vergangenheit immer günstige Kaufgelegenheiten bei Cardano, aber das ist nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Auf jeden Fall sollte man diese Marke bei einem Dollar im Auge behalten. Also wenn diese Unterstützungszone fällt, tut sich natürlich weiteres Abwärtspotenzial bei Cardano auf. Das sollte man auch bedenken und nicht vergessen. Was könnte jetzt zu einer Trendwende bei Cardano führen? Und das ist eigentlich auch relativ einfach, denn wenn die organische Nachfrage steigt, dann ist hier die Chance groß, dass wir einen weiteren Aufwärtstrend bei Cardano sehen. Und das ist dann der Fall, wenn hier viele neue, interessante Dapps entstehen auf Cardano, die viele Nutzer anziehen, dann steigt natürlich die Aktivität in diesem Ökosystem und dann ist die Chance groß, dass dieses, ja, ganze Ökosystem florieren kann. Und welche interessanten Dapps momentan in der Pipeline sind bei Cardano, das schauen wir uns jetzt noch gleich an. Eines der vielversprechendsten Projekte derzeit auf Cardano ist SundaeSwap. Das ist eine dezentrale Kryptobörse, wird voraussichtlich die erste dezentrale Kryptobörse sein, die auf dem Cardano Mainnet läuft. Und dieses Projekt war nicht ganz so einfach umzusetzen, weil Cardano eben mit diesem erweiterten UTXO-Modell arbeitet. Und da gab es einige Herausforderungen zu lösen, wie zum Beispiel dieses Concurrency. Also das ist die Fähigkeit, dass mehrere Parteien mit einem Smart Contract simultan, also gleichzeitig interagieren können. Und SundaeSwap
es sieht so aus, als könnten diese Leute diese Herausforderungen lösen. Das Ganze läuft momentan auf dem Testnet noch, aber wenn alle Bugs beseitigt sind und Fehler behoben sind, dann soll das Ganze Ende 2021, voraussichtlich aber erst Anfang 2022, dann auf dem Mainnet kommen. Und das wäre natürlich ein großer Schritt für Cardano nach vorne, denn bislang spielte man in diesem ganzen Boommarkt dezentrale Finanzen, kurz DeFi, kaum eine große Rolle. Ein weiteres interessantes Projekt, das gerade auf Cardano entsteht, ist in meinen Augen Pavia. Das wird voraussichtlich das erste Metaverse sein, das auf der Cardano-Blockchain läuft. Es wurden ja schon die ersten virtuellen Landparzellen verkauft, also die ersten beiden Versteigerungen waren relativ schnell ausverkauft. Und was ich gesehen habe, gibt es inzwischen über 7000 individuelle Landbesitzer. Und Pavia wird voraussichtlich ja im zweiten Halbjahr 2022 an den Start gehen und das Cardano-Ökosystem bereichern. Und daneben gibt es noch ein interessantes NFT, also Non-Fungible Tokens, Spiel auf Cardano, und zwar mit Cardinos. Das sieht relativ vielversprechend aus. Also zuletzt wurden ja 4.444 C-Dinos verkauft. Also diese NFTs waren relativ schnell ausverkauft. Das zeigt schon, dass hier auch das Interesse sehr, sehr groß ist an diesem digitalen Sammelkartenspiel. Es sind, glaube ich, insgesamt 10.000 digitale Dinos geplant, die dann auf der Cardano-Blockchain entstehen und laufen sollen. Also ihr seht schon, es entsteht hier schon das ein oder andere interessante Projekt, das einfach dieses ganze Cardano-Ökosystem bereichern kann. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also die technische Entwicklung geht natürlich ganz unabhängig von der Preisentwicklung weiter, und Cardano fährt eben da einen sehr akademischen Ansatz. Also man prüft alles zwei, dreimal, bevor man das Ganze dann umsetzt, legt sehr viel Wert auf das Thema Sicherheit, und ja, das Ganze ist einfach relativ langsam auf dem Base Layer, das muss man dazu sagen. Also Cardano schafft hier nur zwischen 50 und je nach Auslegung 250 Transaktionen pro Sekunde. Außerdem gibt es Begrenzungen pro Account und Block und so weiter. Und das Ganze ist halt auf dem Base Layer etwas limitiert. Man versucht dann über den Second Layer, also über diese Hydra, dann zu skalieren in den nächsten ein, zwei Jahren. Und ob das gelingt, das bleibt eben abzuwarten. Also hier ist auf jeden Fall noch Geduld gefragt. Aber das heißt nicht, dass auch der Ansatz von Cardano, also dass man hier sehr viel Wert auf das Thema Sicherheit legt, nicht doch letztendlich zum Erfolg führt. Also für mich ist Cardano nach wie vor eines der Top 5 Blockchain-Projekte. Dann hätte mich natürlich auch eure Meinung zu diesem Thema interessiert. Wie seht ihr Cardano derzeit? Glaubt ihr, dass die aktuellen Kurse schon Kaufkurse sind? Und vor allem, ob sich Cardano mit seinem sicherheitsfokussierten Ansatz durchsetzen wird, bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich wie immer an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken. Dann werdet ihr auch wieder informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Im nächsten Video geht es dann voraussichtlich um Stux, ein neues Projekt, das ich euch gerne vorstellen möchte. Also vormals Blockstack. Und hier geht es vor allem um diese Citycoins, die aktuell auf dem Stux-Protokoll entstehen und gerade in den USA für Furore sorgen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin sage ich schon einmal vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Video.